Meine liebe Puck, du weißt ja wohl, dass das sehr, sehr ungesund für dich ist, oder? Hallöchen und herzlich willkommen bei Kenny Katze Hund, meiner Winterspezialausgabe für die Katze. Ich habe mich schnell wieder ausgezogen, weil mir hier in der Wohnung eigentlich gar nicht kalt ist, denn ich habe, wie die meisten wahrscheinlich, meine Heizung schon an. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute auch beschäftigen. Es geht um Katzen und Heizungsluft. Auf das Thema bin ich durch diese Zeitschrift gekommen. Hier stand nämlich ein kurzer Artikel darüber drinne, was mit Katzen passiert, die Blanko, so wie meine Puck zum Beispiel, auf der Heizung rumliegen. Kind, was soll ich mit dir machen? Das ist ungesund. Hörst du? Vielleicht solltest du dir mal meinen Kanal angucken. Was ist jetzt so schlimm daran, dass die Katze auf der Heizung liegt, oder was ist schlimm an der Heizungsluft? Die Schleimhäute der Katzen können austrocknen, die Haut kann austrocknen, das führt zu Schuppenbildung, das Fell wird stumpf und struppig. Das sind im Prinzip genau die gleichen Auswirkungen, die es bei dem einen oder anderen Menschen halt auch haben kann. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen ist es weniger. Der nächste hat überhaupt keine Probleme damit. Tja. So ist es auch bei den Katzen. Paranoid, wie ich ja nun mal bin, habe ich die Gelegenheit natürlich gleich genutzt und eine Katzenliege für die Heizung gekauft. Und das ist auch die erste Möglichkeit, wie man diesen Auswirkungen der Heizungsluft vorbeugen kann. Naja, ich hätte mit der Heizungsliege vielleicht mal ein bisschen besser nachlesen sollen. Ich kann sie leider nicht an meiner Heizung aufhängen, weil meine Heizung einfach zu tief ist. Schade. Aber das Gute daran ist, such die Freude. Das Gute daran ist, dass sie halt auch freistehend als Katzenbett funktioniert. Eine weitere Möglichkeit, um der trockenen Heizungsluft vorzubeugen, ist eine Schale mit Wasser. Die wird dann einfach in die Nähe der Heizung gestellt, wobei ich sie nicht oben auf die Fensterbank stellen würde. Ich kenne meine Katzen. 1, 2, 3 liegt die Schale unten. Und Mutti hat hier wieder das Malheur. Deswegen stelle ich diese Schale unter die Heizung. Dabei sollte man aber auch darauf achten, dass das Wasser regelmäßig gewechselt wird, beziehungsweise die Schale regelmäßig ausgewaschen wird, da es sonst zu Schimmelbildung kommen kann. Natürlich gibt es noch andere Arten der Luftbefeuchtung. Es gibt zum Beispiel von Venco ganz, ganz süße Anhänger für die Heizung mit Katzenmotiven oder auch ganz niedliche Schalen, wo kleine Katzenköpfe rausgucken, die man auf die Heizung stellen kann. Was man natürlich auch machen kann, ist die Wäsche in das entsprechende Zimmer stellen. Ja, meine Katzen tun auch gar nicht am Wäscheständer rum, deswegen fällt das für mich schon mal flach. Aber wer vielleicht liebe, ruhige, nette, artige Katzen hat, der kann dann gerne den Wäscheständer bei sich im Wohnzimmer oder wo auch immer platzieren. Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, euch trocknet die Luft nicht auf. Eine weitere Maßnahme können nahrungsergänzende Mittel sein, wie zum Beispiel Öle, die ihr in der Zeit verwenden könnt. Ich fütter im Moment das Lachsöl zu. Das ist gut für die Gesundheit, für glänzendes Fell und widerstandsfähige Pfoten. Auch hier heißt es, von Tier zu Tier ausprobieren. Da muss man kein Lachsöl nehmen, da kann man Nachtkerzenöl nehmen. Native Öle kann man nehmen, je nachdem wie der Geschmack ist. Neben all diesen ganzen vorbeugenden Maßnahmen sollte man jedoch nicht vergessen, dass es auch in dieser Zeit sehr, sehr wichtig ist, sein Tier regelmäßig zu kämmen. Und wessen Katze in dieser Jahreszeit eine empfindliche oder sogar schuppige Haut hat, der sollte vielleicht sehen, dass er auf einen weichen Gummihandschuh oder eine Gummibürste zurückgreift, statt etwas mit Metallzinken zu verwenden. Somit haben wir alles geklärt. Ich würde mal sagen, der Winter kann kommen. An dieser Stelle, ciao, miau!